Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir schauen uns heute ein weiteres Modell an. Und zwar handelt es sich hierbei um den KTM 23. Heute mal wieder als Straßenbahn unterwegs. Das ist ja der Kollege, der uns ja entgegengekommen ist in der letzten Folge, wo wir ja nicht wussten, was das ist. Wahrscheinlich habt ihr das eh schon erraten gehabt und habt das in die Kommentare gepostet. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal selber anschauen. Das ist, wie gesagt, so Standard-Content, den man bereits kennt. Und ja, ihr seht, wir fahren die T1 nach Dagobert und Land. Und in einer Minute ist hier Abfahrt. Deswegen würde ich sagen, wir rüsten mal kurz auf. Ist eigentlich nicht so schwer. Da haben wir. Und jetzt brauchen wir noch Dagobert und Land, die T1. Deswegen werden wir das Ganze mal jetzt hier einstellen. Dagobert und Land. So, da haben wir das Ganze jetzt eingestellt. Großartig. So, wir haben noch ein rotes Signal, wir müssen eh warten, von daher ja, können wir uns mal das Cockpit hier anschauen. Ist sehr, sehr schlicht gehalten. Wie gesagt, das erinnert irgendwie so an die ersten Gehversuche von den ersten Fahrzeugen in Lotus. Ja, deswegen finde ich das jetzt gar nicht aktuell so schlimm. Muss ich sagen. Achso, wir können ja ruhig mal die Türen öffnen, damit die Fahrgäste hier mindestens einsteigen können. Und jetzt kriegen wir unser Fahrtsignal. Das ist wunderschön. Und damit geht's los. Oder auch nicht, weil wir erstmal sagen müssen, dass wir vorwärts wollen. Oh ja. Irgendwie will er gerade nicht. Das ist aber auch echt minimalistisch hier. Ich will noch fahren. Irgendwas stimmt hier nicht. Au, oh, warte mal. Nee, aber kann ja nicht. Sonst, ja. Das kann nicht gehen, wenn der Stromabnehmer natürlich nicht oben ist. Der Bier wieder. So, jetzt ist die Frage. So. Soll der Stromabnehmer auch da sein? Ja, genau. Der Stromabnehmer fehlte nämlich. Deswegen ging das Ganze nicht. Ja, ja. Jetzt natürlich wieder ordentlich Verspätung. Ist nichts anderes gewohnt, wenn Bio am Steuer sitzt, ne? So. Wäre natürlich noch cool, wenn hier noch diese Monitore funktionieren würden. Aber Bio will man gleich so viel. Ich weiß, ich will mal auch so viel. Aber es ist ja aber auch cool alles, ja? Also, ich kann dazu nicht sagen, ja. Hm.
Innerlich gibt's nicht, weil jetzt sitzen wir irgendwie dann unter. Ach doch, hier. Auf der Taste 6. Dagobert Lang. Das muss man natürlich die andere Tür freigeben, ja? Und zwar die linke, gesagt, getan. Das ist schon sehr schmal hier, die Eingänge hier. Also vorne, in der Mitte sind dann halt breit, aber vorne und hinten dann und auch ein bisschen sehr klein. Ja, ich find's klasse. Ja, gute Bremsen auf jeden Fall. Also der bremst hier schon recht stark hier. Das muss man mal lassen. So, Stromabnehmer. Ist schon witzig, ja. So. Thermostat. Frontlampen. Instrumenten. Verlichtigen. Hm. Ja, also, man merkt das Ganze. Aber mein Gott, also man kann es lesen, man kann es identifizieren, man weiß in etwa, worum es da geht. Und von daher soll es doch okay sein. Also ich brauche jetzt hier keine wirkliche deutsche Lokalisierung oder sowas. Ne? Also ein bisschen Englisch, Voraussetzungen sollten schon da sein, aber nicht mal die eigentlich, wenn ihr wisst, wie das Ganze halt eigentlich funktioniert. So. Wenn ihr noch mehr solche kleinen Geheimtipps habt. Oh. Das wäre beinahe schief gegangen. Wenn ihr noch mehr so eine Geheimtipps habt, könnt ihr mir das gerne mal zukommen lassen. Ich würde mir die gerne mal anschauen wollen. Die werde ich mir gerne mal anschauen. Aber es müssen halt wirklich solche kleinen Geheimtipps hier sein. Ja. Meine, hätte ich das wirklich nicht nur anhand von dem YouTube-Algorithmus gesehen, dann wäre das Ding hier komplett an mir vorbeigezogen. Also das ist schon echt schade. Ich meine, es ist jetzt so kein Meilenstein, kein Meisterwerk. Aber es ist was Brauchbares. Es ist scheinbar modfreundlich, dass hier Fahrzeuge implementiert werden können. Auf der Website, also auf der Wiki-Website zum Beispiel, werden zum Beispiel Entwickler gesucht und alles sowas. Also
dass ihr euch mit sowas halt auskennt. Könnt ihr euch ja selber mal auf die Wiki-Seite mal euch begeben und könnt ihr selber mal vorbeischauen. Aber wie gesagt, die ganze Aufmachung, das ist V-Bus-Simulator. V-Bus-Simulator. Ich weiß, damit wird wahrscheinlich von euch der ein oder andere auch nichts mehr anfangen können. Das ist halt mega alt. Das ist halt mega alt. Ja. Wie gesagt, meine erste richtige Bus-Simulation. Nicht so was wie der Bus-Simulator, weiß ich, 2006 oder wie die damals hießen. Die man sowieso nie spielen konnte, weil sie halt damals für die Rechte eigentlich nie optimal performant liefen. Sie liefen halt immer schlecht. Und das halt alles immer nur so fiktiv, weil die Busse waren fiktiv gewesen und so weiter und so fort. Das sah halt irgendwie alles aus. Der V-Bus-Simulator ist dann halt so ein Simulator, da hatten wir dann schon echte, richtige BVG-Busse drinne. Die wurden halt dazu gemoddet, wenn man das damals sich heruntergeladen hat. Ich glaube, die Seite, die gibt's wohl noch, aber der Großteil der Downloads gibt's nicht. Und ich habe mir aber damals ein fettes Backup gemacht, wo halt einfach alles dabei ist. Und ja, dann hast du halt da so eine kleine Karte, auf die du da rumfahren kannst, ohne KI-Verkehr natürlich, ohne Menschen oder sowas. Und dann bist du dann praktisch halt so ein Pfeil hinterhergefahren, der dir dann die Route angezeigt hat, die du dann fahren musstest, musstest an die Haltestelle anhören. Und dann hast du oben eigentlich nur gesehen, da stand jetzt immer so eine Zahl, wie viele Menschen stehen jetzt aktuell an der Haltestelle, wie viel hast du im Bus, und das bewegte sich dann halt nur. Das war dann halt so damals der erste Bus-Simulator gewesen, den ich gespielt habe. Deswegen, das ist Nostalgie, Retro. Ich, großer Retro-Fan. Ich muss mir das angucken und ich zeige euch das Ganze. Ich hoffe, dass euch das eventuell so ein bisschen interessiert. Fantastisch. Absolut fantastisch. Da merkt man dann halt mal, wie alt man eigentlich geworden ist. Holy! Ja, das ist schon. Und genau daran erinnert mich das Ganze hier. Das finde ich einfach, das hat so seinen eigenen Charme, ja. Das hat wirklich wieder seinen eigenen Charme. Wahrscheinlich mag ich es deshalb auch so massiv, ja. Weil das halt einfach so, das ist nicht irgendeine Kopie von irgendwas. Sondern das kopiert nicht irgendeine andere Simulation oder sowas, sondern es stellt hier praktisch sein eigenes hin und mit seinem eigenen Grafikstil. Und das ist halt immer so eine Kunst, ja. Jeder kann den Fernbus-Simulator machen. Jeder, also nicht wir jetzt, so wir Laie jetzt, aber jeder normale Entwickler kriegt so einen Fernbus-Simulator hin oder so einen Tourist-Bus-Simulator, ja. Aber so die Kunst halt, einen eigenen Stil hinzubekommen, das ist halt immer so irgendwie. Der Fernbus-Simulator sieht aus wie, ja, krass genommen, jetzt sage ich jetzt mal, wie so Battlefield, einfach so super echt und alles toll mit super bunter Grafik und boah. Ja, und das macht Lotus, das macht Omsi zum Beispiel komplett anders, ja. Die zeigen halt nicht so, das Gras ist wirklich saftig grün, ja. Gibt's nicht, Quatsch. Omsi zeigt halt, wie mit seinen Grautönen. Wie es halt aussieht, ja. Und das finde ich halt einfach klasse. Und das fängt er hier auch ziemlich gut ein. So, ach, wir sind schon in Dagobert Land. Leute, das war eine schnelle Fahrt. So, wir sind in Dagobert Land angekommen. Hier seht ihr es. Oh, was ist denn hier? Metro Drop. Altut Verdi. Das könnte mir wahrscheinlich irgendwer vorlesen.
Irgendwas ist verboten worden. Alttür. Muss dazu sagen, ich bin aber jetzt auch kein Verstappen-Fan. Ja, hier sehen wir Dagobert Lann. Und ja, in 10 Minuten geht es dann wieder zurück nach Statenpolder. Oder jetzt eigentlich schon. Wir könnten jetzt eigentlich... Oder? Ach, das geht gar nicht. Nee, es geht scheinbar gar nicht. Wir können gar nicht hier so zurück. Oder? Warte mal. Ich probiere mal was. Ja, also ich... Bisschen was testen muss man ja auch mal so ein bisschen, ne? Doch, wir könnten tatsächlich wieder zurückfahren. Ja, also könnten tatsächlich wieder komplett zurückfahren. Nach Statenpolder. Das ist so cool gemacht eigentlich, ja. Das ist Wahnsinn, ist Wahnsinn. Da steckt schon echt viel Arbeit drin. Können wir hier wieder einstellen. Statenpolder. Aber da ist es. Und nee, das war jetzt falsch. Irgendwie geht das bestimmt. Ich muss wahrscheinlich bloß wieder der Strom abnehmen. Aber das sieht die Aufgabe halt wieder nicht vor. Und von daher, ja, aber ihr seht's, ne? Also wir könnten jetzt da rein theoretisch zurückfahren. Das ist zum Beispiel der Erkundungsmodus, ja, den ihr zum Beispiel habt. Da kann man hier dann zusammen, denn so ein bisschen wie bei Omsi, so ein bisschen quatschig, so Leitstellenfahrten machen und alles sowas, ja. Was ja hier leider so der Multiplayer nicht vorgesehen ist. Aber vielleicht kommt er ja noch irgendwann. Auf jeden Fall braucht man mit diesem Simulator auf jeden Fall noch eine ganze, ganze Menge Geduld. Aber ich denke mal, wenn wir das ganze Ding hier zusammen hypen, ja, vielleicht, ja, kann man damit ja irgendwie den Entwickler unterstützen, vielleicht auf finanzieller Basis, vielleicht so, dass wir hier Leute irgendwie finden, die sich dem gerne anschließen würden wollen, ja, und so weiter und so fort. Dann, wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion, lasst die Likes da und zeigen wir den Entwickler, dass er hier eine richtig, richtig geile Arbeit macht mit. Und ja, damit verabschiede ich mich schon wieder von meiner Seite und wir sehen uns dann ja, zum nächsten Part wieder, würde ich sagen. Denn es gibt noch die ein oder andere Tram zu sehen, die ich hier euch gerne zeigen möchte. Von daher, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.